Apple hat gerade die neuen iPhones vorgestellt, dazu die neue Watch, das Spieleangebot Arcade und Apple TV Plus. Es war ein Riesen-Event, sogar deutsche YouTuber berichteten direkt aus Cupertino. Das ist alles unglaublich aufregend, ein Riesen-Kindheitstraum von mir. Na, da frage ich mich doch mal, wie kritisch der Bericht werden wird. Apple sagt selbst, wir haben die allerbeste Videoqualität in irgendeinem Smartphone und ich glaube denen das tatsächlich auch. Tja, der Glaube oder Glaubenskrieg hat auch uns heute in der Redaktion beschäftigt. Wusstet ihr, dass die Firma 1923 von Gustavo und Gustavia Apple gegründet wurde? Wo steht das denn? Ja, hier auf meiner Hand. Die YouTube-Trends waren heute voll davon. Zwischenzeitlich waren gleich 4 Videos in den Top 10. Apples Innovationskraft scheint also ungebrochen. Was für Wahnsinns-Features. Take slow-mo selfies or slow-fies. Ich bin Philipp Balulis und frag mich, wie kam die Show an? Und wie schafft es Apple überhaupt noch, uns für neue iPhones zu begeistern? Es ist Donnerstag, der 12. September. Wir haben das Wasser auf K218B zu Wein gemacht. Und das hier ist Balulis Daily. Die Welt pilgert nach Cupertino, setzt sich ins Auditorium und Tim Cook stellt schöne Dinge vor. Und YouTube überschlägt sich wegen Features wie diesem hier. Eine ultraweite Kamera, die hat auch 12 Megapixel und eine 2-4er-Blende. Und dann haben wir eine Zoom-Kamera. Mehr Kameras gibt's nur in Chinas Innenstädten. Von dem Kameratrick scheint aber dieser Herr nicht wirklich begeistert zu sein. iPhone 11, iPhone 11 Pro and the iPhone 11 Pro Max can kiss the darkest spot of my black ass. Y'all didn't do nothing but add a camera. Manchen Apple-Fans sind die Features aber eh egal. Die sind schon ausgeflippt, bevor die Kameras richtig vorgestellt wurden. But we didn't stop there. Yes. Yeah, Konsum, ich kann Geld ausgeben, ohne nachzudenken. Neben dem iPhone hat Apple auch ein neues iPad und eine neue Apple Watch-Generation vorgestellt. Die Watch mit diesem revolutionären Feature hier. This watch tells time. Wow. Aber was sagen die Kunden zum neuen Angebot? Viele reden es sich schön. Die Namen zum Beispiel. Die klingen alle irgendwie komisch, aber das wird einfach weggelächelt. Das iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Was sich total bescheuert anhört, wenn man das so ausspricht. Aber so heißen die Geräte halt. Gut, Heidi Klum heißt jetzt Heidi Kaulitz. Was sich total bescheuert anhört, aber so heißt die jetzt. Und ja, Verständlichkeit ist auch bei der Beschreibung der Features ein Problem. Every year, oh, we got the new Bionic 8 chip third. Shut the hell, nobody know what that means. Ja, schau einer an. Die Fans sind durchaus kritisch. Gab's früher nicht so stark. Früher haben die Fans stundenlange Keynotes zu leicht konsumierbaren 2 Minuten zusammengeschnitten. Was natürlich sehr schmeichelhaft ist, sah aber nicht immer gut aus. Inzwischen macht Apple das selber. So what just happened to that Apple event? Here we go. First Tim Cook walks out and introduces the all new and here it is. Jason Momoa. What? This event was bonkers. Weiterer Vorteil, sie bestimmen dadurch, was wir hören und sehen, denn bei der Keynote diese Woche, die Skepsis scheint zu überwiegen. Apple is just not innovating and giving people a reason to upgrade. Mister, ich feuere meinen Kamin mit dem Deckenventilator an, ist nicht der erste, der bemerkt hat, Apple hat einen Innovationsstau. In letzter Zeit hechelt Apple der Konkurrenz hinterher. Aber das muss man ihnen lassen. Leute wie Tim Apple können uns Features von anderen Herstellern richtig gut als eigene Innovation verkaufen. Danke, danke. Herzlich willkommen zum halbjährigen Circle Jerk. Wenn ihr an iPhones denkt, an was denkt ihr da? Richtig, Scherben. Zu eitel, um eine hässliche Hülle drum zu machen. Schwupps, Splitter in der Optik. Doch damit ist jetzt Schluss. Wasser, Stürze, hält es jetzt aus? So wie das Sony Xperia Z. Das konnte das schon vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren! Aber nicht nur das konnten wir uns bei der Konkurrenz abgucken. Hier, Huawei hat bereits seit 2016 ein Handy mit mehreren Kameras auf dem Markt. Nokia hat dieses Jahr 5 Kameralinsen auf den Markt gebracht. Und das ist wirklich genius. Wir kommen jetzt langsam mit 3 Linsen um die Ecke. Und können uns dann noch steigern. Das reicht für mindestens 4 weitere Pros. Ja, und dann die Watch. Wir haben eine 700 Jahre alte Traditionstechnik genommen und sie auf unsere Watch übertragen. Sie zeigt jetzt nämlich durchgehend die Zeit an und nicht erst, wenn man den Arm hochnimmt. So, für den normalen Menschen klingt das alles nach Basic Features. Aber wenn Sie Ahnung hätten, dann würden Sie ja für uns arbeiten und nicht unseren Dreck kaufen. Und seid doch einfach mal dankbar, dass wir nicht einen weiteren Anschluss am Handy gestrichen haben. Tja.
Apple hat eine beachtliche Produktpalette. Laptops, Tablets, Smartwatches und diese kleinen lustigen Ohrsticks, die man ins U-Bahn-Gleis schmeißt, damit dort die Ratten da unten Musik hören können. Gangster Rat zum Beispiel, 187 Rattenbande, Karate Andy und Deadmau5. Aber die fette Kohle macht Apple nach wie vor mit seinen iPhones. Die sind für bis zu 60% von Apples Jahresumsatz verantwortlich. Die Tendenz dabei allerdings sinkend. Heißt, läuft es mit den iPhones schlecht, läuft es für Apple schlecht. Apples Problem? Der Markt an Smartphones ist wie eine Fettsäure ohne Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen. Gesättigt. Jeder hat mittlerweile eins. Und es gibt immer weniger Gründe, sich jedes Jahr das neueste iPhone zu kaufen. So when I was there, it was really innovative, but not anymore. Deswegen muss sich Apple was einfallen lassen, damit wir das jeweils neue iPhone toll finden. Also abseits der technischen Innovationen. Erste Idee, Software-Gimmicks. Wie hier zum Beispiel der Slowfie. Ha, ist lustig, weil er dick ist. Diesen Software-Trick hat Apple übrigens schon einmal probiert. Erinnert ihr euch noch an das? Now this is the future. Hey Craig, check this out. Tja. Das war vor 2 Jahren. Und wer schickt diese Animojis jetzt noch? Zeitreisende aus dem Jahr 2017? Die Animojis sind also in der Versenkung verschwunden. Weitere Idee? Dreingaben, nämlich das hier. Apple TV plus Oprah, Momoa, Witherspoon und Aniston are all included for a year. Geil! Und was ist noch bei Apple TV plus dabei? Nichts! Denn Apple TV plus hat nicht mal 10 teuer selbstproduzierte Serien und Filme. Und dafür dann knapp 5 Euro zahlen? Oh. Deshalb, zum Start ist Apple TV Plus für Käufer eines neuen iPhone, iPad oder Mac-Computers ein Jahr lang kostenlos verfügbar. Bedeutet 60 Euro geschenkt! Wuhu! Bei einem iPhone Pro Max, das 1.500 Euro kostet, 60 Euro geschenkt! Cool! Damit kann man sich dann fast einen AirPod kaufen. Scheiß Ratten. Gut, Apple probiert uns auch mit was anderem zu locken. Nachhaltigkeit. Dafür hat Apple extra einen Roboter entwickelt, um ein iPhone in 11 Sekunden zu zerlegen. Nur 11 Sekunden! Trotzdem nicht cool, chinesische Kinder als Roboter zu bezeichnen. Das Recycling ist gut für die Umwelt. Und viel wichtiger, es motiviert die Kunden, ihre iPhones einzutauschen für Geld, damit sie es eben nicht ewig behalten. Machen Sie im Apple Store sehr schlau, das iPhone 11 Pro für 839 Euro. Allerdings, der Preis gilt nur bei Eintausch. Was das ohne Eintausch kostet, erfährt man erst einen Klick weiter. Da sind es dann nämlich schon 1.149 Euro. Das sind saftige 310 Euro mehr. Ob diese Tricks abseits von technischen Innovationen helfen? Vielleicht hätte Apple ihre selbstgemachte Zusammenfassung vom Event einfach ehrlicher machen sollen. Was wohl beim neuen Apple-Event passiert ist? Spoiler-Alarm, derselbe Scheiß wie jedes Jahr. Wir haben wieder ein paar Features verbaut, die Konkurrenz schon längst hatte. 3 Kameras, woo! Ob wir zugeben, dass wir das geklaut haben? Nee. Aber das ist längst noch nicht alles. Auf unseren Chip haben wir depressive Foxconn-Mitarbeiter eine neue Zahl lasern lassen. Und der Akku hält jetzt 5 Stunden länger. Länger als was, fragst du? Was geht dich das an? Du kannst dir das doch eh nicht leisten. That's Pro. Was sonst noch so war? Hier, die Apple Watch. Was sie kann? Na, telefonieren und alles andere, was dein Smartphone sowieso schon kann. Nur viel umständlicher. Ach ja, und hier diese übergroßen iPhones. Die sind jetzt 2-mal schneller als der meistverkaufte PC, also der Raspberry Pi. Immer noch überzeugt? Dann warte, bis du unseren Streamingdienst gesehen hast. Ganze 5 Serien und Filme. Das gab's noch nie. Und zwar aus gutem Grund. Die Charaktere sind für Europäer außerdem so relevant wie Waffengewalt an amerikanischen Schulen. Wer ist dieser Typ? Ach, scheiß drauf, ich kündige. Tja, langsam kommen sich viele von Apple verarscht vor. Ich bin da auch total hin und her gerissen. Die Produkte sehen halt alle schön aus und sind vor allem praktisch. Hm, was meint ihr? Auf jeden Fall ist es jetzt Zeit für das Unvermeidliche. Apple in den Kommentaren bashen. Haut in die Tasten auf euren billigen Logitech-Tastaturen. And one more thing. Zu jedem Handy oder PC bekommt ihr ein Abo dazu. Ihr kriegt zwar keine 60 Euro zurück, müsst aber auch keine 1.649 Euro zahlen. Nur den Abo-Button drücken. Und täglich frische Videos über das Tagesgeschehen genießen. Das ist Innovation. Das können wir gebrauchen.